Hey, willkommen zurück. Das war die Wanderung um die Three Sisters in Glencoe in Schottland, gefunden im Roter Wanderführer für Schottland Tour Nummer 18. Die Tour wird dort als Top-Tour ausgezeichnet. Man legt auf der Wanderung knapp 12 Kilometer und 1150 Höhenmeter zurück. Die Tour wird von Roter als Mittel eingestuft, ich würde die Wanderung aber bereits deutlich in die Kategorie schwere Wanderungen einstufen. Dazu gleich noch mehr. Die Wanderung startet auf dem Three Sisters Viewpoint Parkplatz, ein beliebter Aussichtspunkt für Touristen, der daher auch schnell zugeparkt sein kann. Als ich dort gegen Mittag auftauchte, war bereits alles hoffnungslos überfüllt und ich musste mich dann auf eine kleinere Parkbucht in der Nähe hinquetschen. Früh sein lohnt sich also. Die Three Sisters sind übrigens nicht die drei Gipfel aus dem Video, sondern diese drei fingerförmigen Ausläufe hier. Ihre Namen sind Aonach Dub, Gea Aonach und Bein Fada. Dieser erste Teil des Weges hier ist noch recht einfach zu gehen und man trifft auch immer wieder auf relativ viele Leute, teilweise auch Familien mit kleinen Kindern. Der Weg ist sehr grün und immer wieder von Bächen und kleinen Wasserfällen durchzogen. Sobald man dann in dieses Tal hier eintritt, wird es dann aber schlagartig ruhiger. Die meisten Leute gehen wahrscheinlich nur bis hierhin und machen ihr Selfie und drehen dann wieder um. Ab hier geht es dann eine ganze Zeit lang immer steiler bergauf. Richtig anstrengend wird es beim letzten Stück, wenn man dann dieses lose Geröllfeld hoch muss. Das geht zum Glück nur ein kurzes Stück und sobald man sich durch diese Felsspalte hier drückt, ist man auch schon fast oben beim ersten Gipfel. Als ich dort ankam, war leider alles in Wolken und Nebel gehüllt, aber auf dem Weg zum nächsten Gipfel klarte es dann auf. Der Weg dahin ist dann wieder einfacher und man genießt bei klarem Himmel bereits fantastische Aussichten in die schottischen Highlands. Vom zweiten Gipfel aus geht es dann über einen bogenförmigen Grat weiter zum dritten Gipfel. Auch hier hat man wieder phänomenale Ausblicke ins Glencoe. Ab da geht es dann an den Abstieg. Dieser Teil ist mit Abstand der kniffligste und auch nicht ganz ungefährlich. Für lange Zeit gibt es keine richtigen Wege oder Pfade. Man muss sich seinen Weg mehr oder weniger selbst suchen. Mal geht es über große Felsen, mal über Geröll, dann quer über Wiesen mit feuchtem Gras. Teilweise wird es auch sehr steil und auch sehr rutschig. Man sollte daher genügend Zeit und Kraftreserven für den Abstieg einplanen. Ein GPS-Track zur Orientierung ist auf jeden Fall ratsam. Trotz der Strapazen ist es aber ein unglaublich toller Weg, den ich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Ich zumindest werde mich noch lange daran erinnern. So, und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und bedanke mich, dass ihr dabei wart.